News TV. Deine Stadt im Überblick. Ein herzliches Hallo an euch da draußen vor den Mattscheiben. Und zack, da ist der Monat schon wieder rum. Aus Winter wurde Frühling, naja, zumindest auf dem Papier. Und es ist mal wieder viel passiert. Passend zum Frühlingsanfang hat auch der Stadtpark endlich wieder für uns Papenburger geöffnet. So ein bisschen Natur sorgt doch auch gleich für bessere Stimmung und nebenbei auch für bessere Luft. Das hat sich auch der Landkreis gedacht, als er das Projekt Schulwälder gegen den Klimawandel ins Leben gerufen hat. Und auch in Aschendorf wurden bei der sogenannten Pflanzwoche 5000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Lehrbücher gegen die Spaten eingetauscht, haben dabei die Schüler und Schülerinnen der Heinrich-Mindendorf-Schule und auch einige kleinere Helfer. Ein tolles Projekt, über das wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten werden. Von friedlichen Wäldern kommen wir nun zu hartem Rock, bleiben aber bei Projekten für den guten Zweck. Am 25. April wird beim Rüttenrock in Meppen wieder die Hütte abgerissen. Bands wie Bollmer, Kensington und Brass werden für euch auf der Bühne stehen. Die Einnahmen des Benefizfestivals gehen an Hilfsprojekte in Afrika. Viele werden auf jeden Fall am Start sein und für euch das Festival auf Herz und Nieren prüfen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, euch unter den Zuschauern zu entdecken. Die Musik für einen guten Zweck zu nutzen, hat sich auch die Band Unisono auf die Fahne geschrieben. Wie der Lingen der Band das gelingt und was hinter dem Projekt steckt, erfahrt ihr gleich hier im ersten Beitrag. Ein weiteres Highlight des Lingen war letzte Woche der Poetry Slam. Am 26. haben sich die Slammer am alten Schlachthof einen harten Kampf um das Siegerkrönchen geliefert. Und wir waren für euch vor Ort, um zwischen den ganzen Worten den Überblick zu behalten. Auf der Bühne zu stehen wie die Lingener Künstler ist für viele ein Kindheitstraum. Womit wir gleich bei einem weiteren Traum vieler Kinder wären: Playmobil. Und zwar so viel wie möglich. Dieser Traum wird in Form eines Playmobil-Landes in Laaten bald Wirklichkeit. Mehr dazu später. Außerdem feiern wir heute Premiere einer neuen Serie bei Youth TV, bei der die Jugendzentren im Emsland von Dominik und Jonathan mal unter die Lupe genommen werden. Starten werden wir heute mit dem Jugendtreffen Aschendorf. Kommen wir nun zu einem ernsten Thema. Nicht nur die Leute in Afrika brauchen manchmal unsere Hilfe. Auch hier vor Ort gibt es Flüchtlinge, die ein stabiles Umfeld und ein bisschen Hilfe gut gebrauchen können. Wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt und uns mit einer der Arbeitsgruppen aus Papenburg und einigen Flüchtlingen getroffen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Ein wahrscheinlich ebenso tragisches Thema, das aber viele von euch vielleicht direkter betrifft, ist Mobbing. Umso schöner, wenn so etwas ein positives Ende nimmt. Benjamin Focken hat sich nämlich gewehrt und ein Video bei Facebook veröffentlicht. Jetzt reist der Ostfriese durch ganz Deutschland, um, unter anderem schon bei Markus Lanz, von seiner Geschichte zu erzählen. Und auch wir haben es geschafft, ihn vor die Kamera zu bekommen. Wie ihr seht, es gibt viel zu erzählen. Und damit gebe ich ab zu Veronika. Viel Spaß! Mit vereinter Stimme machen sich die Musiker der Band Unisono für den guten Zweck stark. Mit ihrer Musik versuchen die Lingner, Geld für einen guten Zweck zu sammeln und durch Konzerte und Auftritte zu helfen, wo es geht. Um ihr Engagement zu würdigen, wurden die Lingner sogar ins Schloss Bellevue eingeladen. Derzeit sammelt die Band für die Lingner Organisation Project Help, die sich vor allem in Südafrika mit Hilfe zur Selbsthilfe stark macht. Wer hinter diesem tollen Projekt Unisono steckt und wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, haben wir für euch einmal unter die Lupe genommen. Viel Spaß! Lukas Lessing gründete 2012 die Band, nachdem er sich vor 3 Jahren mit der Armut in Somalia befasst hatte und mit einem musikalischen Spendenprojekt den Menschen in Afrika helfen wollte. Zuvor waren alle Mitglieder in Schulbands oder Chören aktiv. Am liebsten spielen die Lingner richtige Abgehnummern, bei denen das ganze Ensemble in Aktion tritt. Ihr Einsatz wurde sogar schon im Schloss Bellevue gewürdigt und unter weiteren Unterstützern sind auch einige bekannte Schauspieler und Künstler wie die Wise Guys und die Stimme von SpongeBob, Santiago Siesma. Deike traf für euch die Bandmitglieder Anna Lessing und Sebastian Vogel in deren Proberaum. Einige von euch waren ja auch selbst in Afrika vor Ort. Was haben die denn da erlebt? Ja, also wir selbst waren nicht vor Ort, Sebi und ich waren nicht da, aber Antonia, Marek und Lukas waren da und die haben einerseits total schöne Erfahrungen gemacht, also die waren in dem Waisenhaus und haben da mit den Kindern gespielt, haben die Kinder erlebt und auch einfach gesehen, wie sehr die Kinder auch glücklich machen können, allein nur dadurch, dass die da sind und helfen. Haben aber unter anderem natürlich auch die Armut gesehen, die prinzipiell da vorherrscht, also die Townships und auch Gewalt und so konnte man alles viel sehen und einerseits haben sie halt total schöne Erfahrungen gemacht in dem Waisenhaus, aber auch diese schlimme Seite Afrikas kennengelernt. Und wie genau sieht eure Hilfe in den betroffenen Gebieten jetzt aus? Ja, wir sammeln halt Spenden und die gehen dann direkt an Projekte wie beispielsweise ein Waisenhaus in Südafrika, wo dann das Geld eingesetzt wird, im Moment sammeln wir halt dafür, dass eine Schule gebaut werden kann. Dafür wird das Geld da dann aufgewendet. Das ist natürlich dann ein größeres Projekt. Deswegen werden wir da ein bisschen länger sicherlich dran setzen, aber...
Und euer Projekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Sponsoring? Ja, das kann man im Prinzip so sagen, genau. Also alle Spenden, die wir einnehmen, leiten wir auch direkt weiter nach Südafrika. Mhm. Und Sponsorengelder benutzen wir halt auch teilweise, um Equipment und Ähnliches halt, ja, aufzuwenden. Aber ja, darüber finanzieren wir uns. Okay. Und was steckt eigentlich hinter dem Namen Unisono? Ja, Unisono ist ja ein musikalischer Begriff und das bedeutet so viel wie alle spielen dieselbe Melodie. Und das klang so sehr, also so nach dem Motto, alle ziehen an einem Strang, und das hat uns irgendwie sehr gefallen, weil das so, wir halt auch wollen, dass wir einen guten Gruppenzusammenhang haben und guten Gruppenzusammenhalt. Und deswegen haben wir halt uns für Unisono entschieden. Ja, cool. Und könnt ihr euch denn vorstellen, später auch beruflich in diese Richtung zu gehen? Ich denke, vorstellen können sich das alle bei uns. Einige streben das auch an. Ich für meinen Teil bin jetzt schon im Studium und werde es deshalb wahrscheinlich mir aus dem Kopf schlagen müssen, dass es langfristig in die Richtung geht. Aber ja, also wie gesagt, einige haben es tatsächlich als Ziel. Lukas zum Beispiel studiert jetzt auch Musik auf Lehramt. Deswegen, ja, generell können sich das, denke ich, viele vorstellen bei uns. Und was steht bei euch in nächster Zeit jetzt noch so an? Also wir haben eine größere Aktion jetzt am 24.04. Das ist so eine Benefizveranstaltung natürlich, aber so eine Jubiläumsveranstaltung, sozusagen 3 Jahre Unisono. Und da haben wir ein paar Gäste eingeladen, auch von auf bundesweiter Ebene, die dann kommen werden. Und das soll halt eine recht große Veranstaltung werden. Und da freuen wir uns vor allen Dingen ganz stark drauf jetzt. Alles klar, dann danke ich für das Interview. Und wir freuen uns auch auf diese Veranstaltung, denn wir werden auch wieder dabei sein. Bis dahin, ab zurück ins Studio. Wenn auch ihr zu den Unterstützern dieser genialen Truppe werden wollt, schaut auf ihrer Seite vorbei und macht ein paar Euro für den guten Zweck locker. JUZ-TV, deine Stadt im Überblick. Mit dem Thema Mobbing müssen sich heutzutage immer mehr Jugendliche auseinandersetzen. Viele Betroffene wissen nicht, wie sie sich dagegen wehren sollen und sind hilflos. Benjamin Focken wurde auch gemobbt, doch er wehrte sich dagegen mit einem Video, das er bei Facebook veröffentlichte und das bisher über 5 Millionen Mal angeklickt wurde. Durch den Erfolg war er in letzter Zeit häufig in der Presse und auch im TV zu sehen und veröffentlicht bald ein Buch. Wir haben ihn in Wena getroffen und ihm ein paar Fragen zum Thema Mobbing und seinen Erfahrungen damit gestellt. Los geht's! Hallo Leute! Wir sind heute für euch nach Mühlenwarf gefahren und haben Benjamin Focken interviewt. Er hat ein Anti-Mobbing-Video gedreht, was Menschen Mut machen soll, die selber gemobbt werden. Viel Spaß dabei! Hallo Benjamin, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Du hast mit deinem Anti-Mobbing-Video eine riesige Welle der Solidarität ausgelöst. Und hättest du denn mit so einem großen Erfolg gerechnet? Nein, ganz stumpf nein. Ich habe nicht mit so einem Erfolg gerechnet, weil, woher soll ich das wissen? Also ich bin ein ganz normaler Mensch, habe es reingestellt und auf einmal kommen da irgendwie 5 Millionen Aufrufe, dann, ja, also das ist unvorstellbar eigentlich. Und was ist denn seit dem Video mit dir passiert? Also hat sich irgendwas verändert an dir oder an deiner Einstellung? Ja. Ich sag das immer so stumpf, ne? Ja, sag, was sich verändert. Ich bin selbstbewusster auf jeden Fall geworden nach dem Video, weil, weiß nicht, wenn du in den Medien und so stehst, dann ist dir eigentlich gar nicht mehr so viel peinlich. Also du kannst nach draußen gehen, kannst dich blamieren, das ist dir eigentlich scheißegal, weil du denkst, die Leute kennen dich sowieso, hast dich im Fernsehen vielleicht, wie andere Leute das sehen, vielleicht schon blamiert, dann ist das sowieso letztendlich egal. In der 5. Klasse wurde Benjamin zum ersten Mal gemobbt. Anfangs dachte er nur eine kurze Phase, aber die Attacken dauerten an. Aber was waren denn die Gründe dafür, dass sie dich überhaupt fertig gemacht haben? Ich habe ein bisschen fülligere Wangen, das siehst du ja auch selber. Ist vererbt worden, ist nun mal so. Meine Zähne sind nicht so, wie jedem das gefällt. Die sind nun mal, ich hatte halt so ein bisschen Probleme mit. Und das gefällt nicht vielen. Und da haben sie sich wohl gedacht, oh, da haben wir ein gutes Opfer, dann fangen wir da mal an, so nach dem Motto. Also es ging wirklich nur um Äußerlichkeiten? Ja, und später aber dann auch um meinen Bruder. Also vor 17 Jahren ist mein Bruder beim Hausbrand ums Leben gekommen, an der Rauchvergiftung gestorben. Und ist demnach, hat auch Verbrennungen gehabt danach. Und das wussten viele, ist ja auch ein kleiner Ort hier. Ich meine, ich habe damals nicht hier gewohnt, damals habe ich in Jemgo gewohnt, aber das ist ja auch nicht so weit. Genau. Und das wussten viele und ja, da haben die halt auch so Sachen gesagt, ich sollte über sein Grab Benzin kippen, damit er nochmal abbrennen kann oder auf sein Grab urinieren. Ja. Was rätst du denn Leuten, die auch gemobbt werden? Also wie sollen sie sich verhalten? Sollen sie in die Offensive gehen? Sollen sie sich zurückziehen? Was würdest du sagen, wenn du jetzt jemandem sagen könntest, quasi, der gemobbt wird, wie du ihm helfen würdest?
Mittlerweile denke ich, vielleicht wäre das sinnvoll, der gemobbt wird, dass er vielleicht zu dem Mobber hingeht und sagt, wie er sich fühlt, dass es ihm nicht damit gut geht, dass es nicht schön ist und dass er vielleicht auch, wenn er wirklich Selbstmordgedanken oder so hat, ich meine, das ist schwer darüber zu reden, dass er das aber auch so sagt, dass er schon so sieht, dass er nicht mehr leben möchte vielleicht sogar. Ich meine, das ist natürlich ganz schlimm, aber vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber wenn du schweigst und nichts machst und das Mobbing geht trotzdem weiter, dann kannst du auch deine Meinung dazu sagen und sagen, dass du dagegen bist, weil letztendlich so geht das Mobbing weiter, dann geht es so auch weiter, also kannst du auch deine Meinung dazu sagen. Benjamin beschreibt die Menschen, die andere fertig machen, als Schwächlinge, die zu wenig Selbstvertrauen haben und andere Menschen runtermachen, um sich selbst stärker zu fühlen. Gut, dann danke schön für das Interview und dass du die Zeit genommen hast und alles Gute. Tschüss. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Beitrag einen kleinen Denkanstoß geben und wünschen dem Buch, das Benjamin bald herausbringt, und allen Anti-Mobbing-Projekten viel Erfolg. Jutz TV, deine Stadt im Überblick. So Leute, jetzt geht's in die Werbung, aber gleich geht's weiter mit dem Poetry Slam in Lingen. Lego, Duplo, Polly Pocket, wir hatten doch alle eine Lieblingsspielwelt, in die wir unser Kinderzimmer verwandelt haben. Playmobil hatte dabei wohl in den meisten Zimmern Favoritenstatus. Ein ganzes Zimmer voll Playmobil galt damals schon als Hauptgewinn. Aber wie wär's stattdessen mit 200 Quadratmetern? Gibt's nicht? Weit gefehlt. Dieses Spieleparadies will der Reeder Jürgen Eden in Laaten errichten. Eine riesige Welt mit einem Rathaus, einem Amtsgericht, einem Schnellrestaurant, kurzum allem, was das Herz begehrt. Und auch außerirdischer Besuch hat sich schon angekündigt. Neugierig geworden? Sehr gut. Unsere Reporterin Maren hat sich ins Miniaturland vorgewagt und für euch geprüft, was denn da an Laaten nun entstehen soll. Da die Sammlung nach über 20 Jahren schon deutlich mehr Raum als nur einen Dachboden beansprucht und man sie dort nicht einfach verstauben lassen, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, kam dem Reeder Jürgen Eden das Angebot, im Laatener Gründerzentrum ausstellen zu dürfen, wie gerufen. Wie es zu seiner Sammelleidenschaft kam, erzählt euch der 45-jährige Journalist selbst. Also ich habe als Kind sehr wenig Playmobil gehabt. Vielleicht ist das so die Erfüllung eines Kindheitstraums, dass ich irgendwann dann Gelegenheit und Platz hatte, auch die finanziellen Ressourcen hatte, dass ich sagte, ich konzentriere mich darauf. Und als Kind, was da war da so Ihr Lieblingsset? Also ganz eindeutig der blaue Zirkus. Da stand ich wirklich vor Spielwaren Wöbka in Meppen vorm Geschäft, vorm Schaufenster. Und es war wirklich so, ich stand da und habe mir die Nase platt gedrückt und ich wollte das gerne haben. Aber ich war damals schon 12, 13, 14 und da sagten meine Eltern natürlich berechtigterweise, ja, was willst du da noch mit? Bloß diesen Kindheitstraum, den habe ich immer gehabt und ich habe es mir vorletztes Jahr dann auch erfüllt. Ich habe mir auch genau diesen blauen Zirkus auch gekauft. Was ist das Besondere an dieser Sammlung hier und haben Sie sich schon mal mit Gleichgesinnten ausgetauscht und wenn ja, worüber? Also es gibt mehr Verrückte, das habe ich bis vor ein paar Jahren nicht gewusst. Ich bin irgendwann mal beigegangen und habe im Internet recherchiert und es gibt sogar einmal im Jahr eine große Ausstellung in Luxemburg und wir haben jetzt erstmal einen losen Kontakt und wir werden den ganz sicher auch vertiefen. Es gibt zum Beispiel eine Innenarchitektin, die ist auch so ungefähr in meinem Alter. Die hat aus 20 oder 30 Prinzessinnenschlössern hat die eine Oper gebaut. Fand ich faszinierend, sieht auch richtig toll aus. Also das sind natürlich Dinge, also ich möchte die Vernetzung auch zu Gleichgesinnten, um vielleicht auch das ein oder andere Exponat auch mal nach Laaten dann zu holen. Und können sich auch Playmobil-Fans hier aus der Region irgendwie an der Ausstellung beteiligen und wenn ja, wie? Ja, unbedingt. Also wir werden über Facebook, über die sozialen Netzwerke, werden wir nach den Osterferien Aufrufe starten und für verschiedene Themenwelten immer Leute auch suchen. Also wer Lust hat, mal einen kleinen Bereich mitzugestalten, meinetwegen auch die ganze Zeit mitzugestalten, der ist herzlich willkommen. Ja, dann herzlichen Dank für das Interview. Weitere Informationen können auf dem Internetportal YouTube unter dem Suchbegriff Playmobil Rede in Form eines kurzen Films oder auf Facebook Papenburger Spielewelten abgerufen werden. Hallo, mein Name ist Dominik. Und ich bin Jonathan. Wir präsentieren euch heute den Start einer neuen Serie bei Jutz TV. Jeden Monat wollen wir euch eines der über 10 Jugendzentren hier aus dem Emsland vorstellen, um euch zu zeigen, wo ihr in eurer Gegend zum Jugendzentrum gehen könnt und welche Angebote es in eurem Jutz gibt. Im ersten Teil unserer neuen Reihe zeigen wir euch den Jugendtreff in Aschendorf, der im Gegensatz zu vielen anderen Treffs im Emsland von den Jugendlichen selbst organisiert wird. Starten wir also jetzt mit dem Jugendtreff in Aschendorf. Es gibt über 10 Jugendzentren im Emsland, in denen ihr viele coole Sachen machen könnt.
Grund genug, um sie für euch einmal in unserer neuen Serie abzuchecken. Wir starten mit dem Jugendtreff in Aschendorf. Hi zusammen, hinter mir befindet sich der Jugendtreff Die Werkstatt. Ich treffe gleich eine der ehrenamtlichen Leiter, Tina Brunkhorst. Hallo Tina. Hi. Wer leitet den Jugendtreff? Wir sind ein Team aus 7 Mitgliedern. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich für den Jugendtreff. Das bin einmal ich, dann mein Bruder Nico, Maren, Marek, Simon und Hilke und Alvin. Okay, wo findet man euch? Wir sind hier in der Paul-Gerhardt-Straße. Man findet uns eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo die evangelische Kirche ist. Und nebenan ist auch noch die Grundschule Aschendorf. Was kann man bei euch machen? Wir haben hier im Raum einen super tollen Beamer mit einer tollen Leinwand gespendet bekommen. Und einen Kicker haben wir auch im Nebenraum. Wir haben auch eine Küche, wo wir backen können, alle zusammen oder kochen können. Ja. Bietet ihr eine Außenanlage an, zum Beispiel einen Skaterpark oder so? Also wir direkt nicht, aber nebenan bei der Amandeschule kann man halt die Spielgeräte halt mitnutzen, aber so wir nicht. Wie viele Jugendlichen besuchen euch so wöchentlich? Es kommt immer drauf an, jeder Tag ist unterschiedlich, aber so in der Woche so 10 bis 15 maximal, ja, also so um den Dreh kommen wohl. Was ist das beste Spiel bei euch, zum Beispiel Billard oder so? Also am meisten wird bei uns hier die Leinwand genutzt, also dann bringen die Jugendlichen ihre eigene Wii, Xbox oder Playstation oder sonst was mit und schließen die hier an und spielen eine Runde. Das ist eigentlich, glaube ich, so das Hauptspiel, was wir so nutzen. Und habt ihr eine Homepage? Nein, aber man findet uns bei Facebook, einfach Jugendtreff Werkstatt und dann findet man uns eigentlich direkt. Was macht einen guten Jugendtreff eigentlich aus? Also für uns steht es an erster Stelle natürlich halt die Freundlichkeit und dass wir halt den Jugendlichen das Gefühl geben, dass die hier öfter hinkommen können. Also eigentlich, dass wir locker mit denen umgehen und ja. Und wann sind bei euch die Öffnungszeiten? Mittwochs von 16 bis 20 Uhr und freitags von 17 bis 22 Uhr. Vielen Dank für das Interview. Wenn ihr mehr über den Jugendtreff in Aschendorf wissen wollt, gebt einfach bei Facebook Werkstatt Jugendtreff ASD ein. Hallöchen! Bücher schreiben war gestern. Die Dichter und Denker von heute tragen ihre Texte lieber selber vor ihrem Publikum vor. Beim sogenannten Poetry Slam treten die Slammer mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Eine solche Schlacht der Worte fand am 26.03. auch im alten Schlachthof Lingen statt. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir waren für euch in Lingen, um den Goethes von heute mal auf den Zahn zu fühlen. Und natürlich, um herauszufinden, welcher Künstler das Rennen gemacht hat. Viel Spaß! Das Line-Up des Poetry Slams kam aus dem gesamten Bundesgebiet nach Lingen angereist. Die Stimmung war absolut genial und mancher Zuschauer zieht einem Poetry Slam einen Hollywood-Film vor. Ja, also ich denke, dass man einfach nicht weiß, was einen erwartet. Und ich finde, man kann sowas auch wohl unterstützen, wenn das im Kommen ist. Er ist auf jeden Fall mehr wert als ein Film oder so. Also ja, halt das sind Menschen aus dem normalen Leben und halt keine Schauspieler. Das ist interessanter mal zu sehen. Der Gewinner des Slams in Lingen, Marian Häuser, und der zweitplatzierte Hanno Fischer machten es sich mit Eva auf dem Sofa gemütlich. Wovon ihre Geschichten handeln, wollt ihr wissen? Ich schreibe über Dinge, die mir passiert sind und ich tue im Nachhinein so, als ob sie lustig gewesen wären. Das ist doch. So ist das. Hanno kennt das offensichtlich. Also waren sie am Anfang gar nicht so witzig? Oder? Meistens überhaupt gar nicht, nein. Okay. Schublade oder Bühne? Wie sind Sie dazu gekommen, Ihre Texte auf der Bühne vorzutragen? Ja, ich hatte die Auswahl, also entweder schreibst du für die Schublade oder du findest irgendwann mal irgendjemanden, der sich die Scheiße anhört. Hand aus dem Gesicht, also bitte, ja? Das sind mal Regieanweisungen hier, ja? Und jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. So, doch. Und zwar, ich hatte die Überlegung, entweder schreibe ich für die Schublade oder ich hole mir doch irgendwann mal arme Säue, die nicht weglaufen. Und wollte ich gerade sagen, mit Poetry Slam habe ich auch noch eine Möglichkeit gefunden, dass die Menschen das auch noch bezahlen. Das ist ganz großartig und das macht schon mächtig Spaß und wenn man da einmal irgendwie für sich Gefallen dran gefunden hat, dann bleibt man der Sache ja auch gerne erhalten. Möchtest du wieder unterschreiben, oder? Ich unterschreibe das und bei mir war es so, dass ich Theater gespielt habe in der Schule und deshalb fühle ich mich auf der Bühne sehr zu Hause. Ihr habt ja jetzt heute auch so ein bisschen die Bühne gerockt, so durch Rap oder durch lustige Unterhaltung. Ist es auch im normalen Leben so, dass ihr eher so die Rampensäue seid oder ist es dann eher so zurückhaltend? Hanno ist die Rampensäue vor dem Herzen. Hanno ist ein Draufgänger, aber so richtig. Das, also der ist ja, immer ja, aus der Front, immer nackig. Immer und ja.
So ist das. So kennt man Hanno. So ist das. Also Hanno kenne ich vom Verhandlungsfoto. So haben wir uns überhaupt erst kennengelernt. So. Also der rastet immer richtig aus. Der hat sich manchmal wirklich nicht im Griff so, aber er guckt immer so, als ob er kein Wässerchen trüben könnte. Ich bin eher der Zurückhaltende. Wie kommt es, dass ich das nicht glaube? Weiß ich nicht. Mangelnde Menschenkenntnis aufgrund deines jungen Alters oder so. Aber Schande, so kann's kommen. Wenn in eurer Nähe mal wieder ein Poetry Slam stattfinden sollte, werdet ihr bestimmt auf eure Kosten kommen. Euch ist sicher bekannt, dass in einigen Ländern Vorderasiens Krieg bzw. Unruhen herrschen. Ihr denkt, das ist weit weg? Falsch gedacht. Hier in Papenburg werden bereits erste Flüchtlinge aus diesen Kriegsgebieten beherbergt und es werden aufgrund der akuten Kriegsbedrohung in Syrien noch weitere folgen. Wie sich der Alltag dieser Menschen gestaltet, wie die Unterstützung seitens Papenburg organisiert ist und wie ihr selbst den Flüchtlingen helfen könnt, das zeigen wir euch jetzt. Die Organisation der Betreuung der Flüchtlinge wird durch Hauptamtliche vom DRK und ehrenamtlichen Helfern, die in verschiedenen Gruppen eingeteilt sind, übernommen. Michael Ottens, der in der Arbeitsgruppe Soziale Betreuung tätig ist, beschreibt seine Arbeit so. Ja, wir gucken mit ganz vielen Leuten, also ich bin nur einer davon, von vielen, dass wir mit den Flüchtlingen, die hier in Papenburg sind, Freizeitgestaltung machen. Ich habe zum Beispiel Mau Mau auf Englisch übersetzt und habe mit den Leuten ein paar Mal Mau Mau gespielt. Andere gehen zum Fußballspielen, zum Boxen. Die Vereine nehmen sehr viele Leute auf. Also wir haben den Garten bei Herrn Naschke, dürfen wir mit betreuen. Da gibt es ganz viele Aktionen. Die Menschen, die sich hier bereits in Sicherheit befinden, stehen immer unter einem besonderen Druck. Ich finde, die Schwierigkeit ist, das sind hauptsächlich junge Männer, die eingereist sind, unter Lebensgefahr. Die mussten ihre Familien zurücklassen, weil sie nicht mit denen reisen konnten. Das war zu gefährlich. Und die versuchen jetzt, ihre Familien auch nachzukriegen, die in Gefahr sind, die wirklich in Kriegsgebieten noch sitzen. Und das ist so das Problem, dass sie darauf warten. Und das macht viel Druck. Und da hoffen sie wissen nicht, ob sie bleiben können und was mit ihren Familien ist. Und das ist die Schwierigkeit. Und dann auch die Frage, wollen sie dann hier bleiben oder auch wieder in ihre Heimat? Die sind nicht freiwillig gegangen. Die sind nicht hier, weil sie hier sein wollen, sondern weil sie es müssen. Und wie es dann in der Heimat weitergeht oder ob es hier weitergeht, das ist eine ganz große Unsicherheit. Als nächsten Interviewpartner sitzt mir Mohammed aus Syrien gegenüber. Hallo Mohammed. Hallo. Aufgrund der Kriegssituation in seiner Heimat musste er das Land verlassen und brauchte bei seiner Flucht über 12 Tage, um nach Europa zu gelangen. Wie ihm die Menschen hier in Papenburg entgegenkommen, brauchen wir an dieser Stelle nicht zu übersetzen. It's good. Nice. The people here in Papenburg are very nice. When you see them, that the only thing that you see on their faces is the smile. They are nice people. Mohammed fühlt sich hier gut von verschiedenen Organisationen unterstützt. Eine Einrichtung ist ihm dabei besonders wichtig, das Rote Kreuz. I think there are a lot of organization here and a very special one for me. It's the Red Cross. I find there a lot of people who are trying always to do the best in order to help people such like me. Mohammed ist sich sicher, dass die Menschen, die sich hier für ihn und die anderen Flüchtlinge einsetzen, ihr Bestes tun. In Deutschland zu leben, war früher stets sein Traum. Okay, I'm a special case. I think that Germany, that was long time ago, that was my dream. Mm-hmm. See, now I'm here. I'm very happy. Okay. I'm gonna build a very good future, not only for me and for my children. I hope so. We wish you good luck and thank you for this interview. Thank you very much. Thank you for the people here in Papenburg and thank you very much. Wer die Arbeit des DRK und die Arbeitsgruppen unterstützen möchte, kann sich bei der Ortsgruppe in Papenburg melden. So, meine Lieben, das war unsere April-Ausgabe und wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. In der nächsten Ausgabe erwarten euch spannende Beiträge über das Rütenrock-Festival in Meppen mit Kensington und Res, Berichte über das Stunt-Team in Haaren, ein Interview mit dem Comedian Ingo Oschmann und wir stellen euch den neuen Verkehrsübungsplatz in Papenburg vor. Wir hoffen, dass ihr nicht in den April geschickt wurdet und trotzdem euren Spaß mit uns hattet. Bis bald, euer Jutzi-Vorteam.
Aber gleich geht's weiter mit dem Poetry Slam in Lingen. Ramonika! Ramonika, come on! Aschendorf wurde bei der sogenannten Pflanzwoche. Kannst reinkommen, ich hab mich hier versprochen. Soll ich warte noch? Oder mal. Vielen Dank, moin.